Das war keine leichte Zeit für ihn. Ernesto Monte, 47, stellt sich aktuell bei Das große Promi-Büßen seinen Sünden der Vergangenheit. In der Runde der Schande werden die Stars von Olivia Jones, 52, mit Situationen aus vergangenen Shows konfrontiert. Ernesto versüßte sich seine Zeit im Lager allerdings noch mit einer kleinen Liebelei mit Giselle Oppermann, 34. Dennoch waren die Wochen im Camp alles andere als leicht. Promi Flash hat Ernesto verraten, was während der Show am härtesten war. Das Schlimmste im Lager war eigentlich die Atmosphäre. Aber sowas gehört auch dazu, wenn 11 büßende Promis aufeinandertreffen, erklärte der Promis und der Palmenstar. Er hatte jedoch seine eigene Methode, um sich von der angespannten Stimmung abzulenken. Ich war die meiste Zeit damit beschäftigt, andere zu pushen und auf sie zuzugehen. Ich wollte ihnen zuhören, so dass ich persönlich kaum Zeit hatte, mich über irgendwas zu beschweren, erzählte Ernesto lachend. Er bereue das auch nicht und habe es von Herzen getan. Schlimme Zeiten fordern nun mal große Opfer. Aber so hart es im Camp auch war, Ernesto hat jede Menge gelernt. Das Promi-Büßen hat mir geholfen, mir eine Schutzmauer anzulegen. Ich dachte mir, niemand außer meiner Familie und meinen Freunden muss wissen, wie ich wirklich bin, verrät Ernesto. Die Worte seiner Kinder haben ihm dabei besonders geholfen. Vor der Show sagten mir meine Kinder: Papa, du bist der beste Mensch auf der Welt. Zeig es bitte auch den anderen. Das habe ihn sehr berührt und während der gesamten Show begleitet. Ich habe gemerkt, dass meine Jungs mir zuschauen. Deshalb war ich wie in meinem Privatleben auch, ich wollte für jeden der sein und endlich mein wahres Ich zeigen, erklärte der Reality-TV-Star. Tipps für Promi Flash? Einfach E-Mail an tipps@promiflash. D.